Moin! Ja, heute mal mit der VA für den Kanal Dirty Cross anlässlich seiner ungeheuren Abonnentenzahl von über 2000 mittlerweile. Gratulation dazu! Mach weiter so, deine Abonnentenzahl spricht für sich. Jetzt kommen wir mal zu deinen Aufgaben. Und zwar sollten wir als erstes ja ein Messer zeigen, das uns dazu bewogen hat, weitere Messer dieser Marke oder dieses Designers zu kaufen. Und zwar war das bei mir, also mir fallen noch mehrere Marken ein, wo ich nach dem ersten Messer gesagt habe, davon brauche ich mehr, aber wo es auf jeden Fall sehr prägnant war, war die Firma Sanrenmu. Und zwar war das dieses Modell. Und zwar ist das das 7007. G10 Dieses Messer kam zu mir sauscharf. Ich habe damit nicht mit gerechnet, weil es, also ich habe nicht mit der Qualität dieses Messers gerechnet, weil es wirklich so günstig war. Und es war sauscharf, ist auch immer noch sauscharf. Und es flippt wie bescheuert. Also dieses Messer hat mich wirklich sowas von abgeholt und begeistert. Normalerweise ist es ein bisschen klein für mein Beuteschema, aber es hat mir gezeigt, dass man nicht immer eine lange Klinge dabei haben muss, um Erfolge zu erzielen. Und daraufhin habe ich mir dann halt noch mehr so ein Remu-Messer gekauft. Das hier im Windrunner Design. Miserabler Klingenstand mittlerweile. Habe ich selber so eingestellt, weil sonst geht es gar nicht auf. Aber wenn man vom Klingenstand absieht, ist es ein Top-Messer. Kleiner Flipper. Auch ein schönes Ding. Ich nenne die Bezeichnung jetzt mal nicht, weil das sind bei denen ja immer nur irgendwelche wilden Zahlen und Buchstabenkombinationen. Ich weiß nicht, ob die in der chinesischen Historie irgendeine Bedeutung haben und jeder Chinese sagt, ach ja, hier, das war doch die Sage von, aber bei uns hier in Deutschland, wir haben das metrische System. Uns interessiert sowas nicht. Nennen das Ding doch kleiner Krokodilstachel mit fast transparenter Beschalung. Dann kannst du auch einen Euro mehr verlangen, wenn die Namensgebung ein bisschen kreativ ist und nicht C3PO Nummer 5 oder so. Gleicher Hersteller. Großer Nachteil, kein Clip. Sonst schön. Dann dieses lustige Gerät hier. Auch nicht so alltagstauglich, aber trotzdem ganz schön. Hat hier so. Das ist keine Einhornkotze. Das ist tatsächlich Regenbogen. Also ist mir schon oft passiert, dass ich das Messer aus dem Schrank nehmen wollte und unter dem Messer kam ein kleiner grüner Kobold hervorgesprungen und hat gerufen, hey, verschwinde, ich habe mein Gold am Ende dieses Regenbogens versteckt. Ja,
Über dieses Gold finanziere ich übrigens mein Messerhobby. Das hat einen sehr schönen Clip, der ist sehr funktional. Mag ich gern. Dann haben wir noch dieses hier. Ja, habe ich mal in einem anderen Video gesagt. Ist auch so, also kann ich ja nochmal sagen. Beste Funktion erfüllt dieses Messer, wenn man mal eine Spermaprobe von einem Chamäleon einholen muss. Naja, Krokodil, Chamäleon, Zebra, Holzwurm. Framelock, auch Flipper, aber ne, merkst du selbst. Muss man schon so ein bisschen diesen. Dann geht's. Cryo, Nachbau Cryo. Ich möchte es mal eine Hommage an das Kershaw Cryo nennen. Wie auch immer. Ähnliche bis gleiche Geschichte. Hier noch ein Glasbrecher. Ist auch in Rescue Rot gehalten, das Messer. Sticht auch immer ein bisschen raus. Ja, und dann natürlich die legendäre 70-10er Geschichte. 701 ist das ja früher, glaube ich. Und die Josias, na los. Ja, das sind meine Sanremo Messer und da kriegt man halt keine Titan-Folder, aber man kriegt für kleines Geld viel Messer. Für kleines Geld, großes Messer, nee, ist auch Quatsch, die sind ja relativ klein, aber man kriegt für wenig Geld viel Messer, sagen wir es so. Ja, so kann man es sagen. Ja, das war Aufgabe 1. Aufgabe 2. Da war ja drum gebeten, Messer mit unterschiedlichen Griffbeschalungen zu zeigen. Das möchte ich dann jetzt auch mal tun. Diese Griffbeschalung hier ist übrigens Eidechsen Aphrodisiacum. In Form abgefüllt und eingefroren. Das bleibt auch beim Auftauen dann hart. So. Ich bin selber von mir begeistert, wie ich es geschafft habe, diese kurze Überbrückungspause zu füllen, ohne irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Das muss man auch erstmal können. Wie auch immer, kommen wir zu den Griffmaterialien. Fangen wir mal an mit dem Holz. Holz. Dunkles Holz. Rotes Holz. Holz mit Messing drumherum. Holz mit Messing rechts. Nee, warte. Holz mit Messing links. Entschuldigung. Ich wollte mir auch immer schon mal eins mit Messing rechts kaufen, aber noch nirgendwo eins gefunden. Naja. Ja, dann dieses G10. Dieses oft kopierte, selten erreichte G10. Hier ist es. In Coyote Desert Storm Color.
Na, dieses sandfarbene. Orange. Zebra. Grün. Orange mit Schwarz drumherum, ein bisschen papageienartig. Heißt tatsächlich so die Farbe. Ja, jetzt habe ich gar kein schwarzes G10. Ach doch, hier. Doch. Schwarzes G10. Gibt es auch vereinzelt. Legen wir, ja. Keine Angst, ich habe nicht von allen Materialien so viele. Dann haben wir hier Kunststoff. Dann haben wir Stahl. Zack. Schöne Cryo 2 hier. Dann haben wir Aluminium. Dann haben wir Carbonfaser, dann haben wir hier Horn, aber nicht von einem Einhorn, stehen ja bekanntlich unter Naturschutz. Dann haben wir hier Mikata. Und dann haben wir hier noch Titan. Ja, grundsätzlich kann man ja. Achso, hier, wir haben noch. Das hätte ich fast vergessen. Wir haben noch Ramsch. Das ist Ramsch. Wer Ramsch nicht kennt, Ramsch wird in großen Ramschminen in ganz weit Wekistan abgebaut. Das Abbauen ist relativ einfach, darum ist Ramsch auch relativ günstig. Man unterscheidet Ramsch in Drecksramsch und Billigramsch. Diese beiden Sorten gibt es. Ich weiß nicht, warum das Billigramsch heißt, die kosten eigentlich immer das gleiche. Ja. Beim Abbau von Ramsch, obwohl der Abbau sehr leicht ist, trotzdem kommen beim Abbau von Ramsch immer wieder Menschen ums Leben. Das ist aber nicht so schlimm, weil in dem Land, wo der Ramsch abgebaut wird, sind Arbeitskräfte nicht so teuer und Menschenleben sowieso nicht so viel wert. Außerdem haben die da nicht sowas wie Arbeitsrecht oder Arbeitsschutz oder sowas. Nee, haben die nicht. Darum können die auch so günstig produzieren, diese kleinen gelben ganz weit weg ist Tana. Ja, das waren meine Griffmaterialien. Und damit war das die zweite Aufgabe. Zu deiner dritten Aufgabe. Ich äußere mich eigentlich ungerne auf anderen Kanälen, was die Leute anders machen sollen oder besser machen können. Weil ich finde, so ein Kanal sollte ja auch immer irgendwie was Persönliches haben. Und wenn jemandem mein Kanal zum Beispiel nicht gefällt, dann braucht er ihn ja nicht abonnieren. Ich habe einen Beruf auch und bin nicht darauf angewiesen, dass Leute mich mögen. Entweder mögen sie mich so, wie ich bin, oder sie haben Pech gehabt. Jetzt packe ich den moralischen Zeigefinger aber wieder ein. Und sage, mach weiter so. Deine Abonnentenzahl spricht, denke ich, wie schon gesagt, für sich selbst. Irgendwas musst du ja richtig machen, sonst wäre die nicht vierstellig. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Adios.